Wunderschönen guten Abend zusammen. Wir haben es 19.20 Uhr, der 6.04.2018. Wenn ich mich kurz vorstellen darf, ich bin Nicole, Tierschützerin aus Hamburg. Ja, ich setze mich für Tiere ein, hauptsächlich eigentlich rumänische Straßenhunde, die ich hier bei mir in Pflege auch aufnehme, bis zur Vermittlung. Natürlich setze ich mich auch für die deutschen Tiere ein, ganz klare Sache, Tierschutz ist Tierschutz, Tierschutz egal wo, ja, da spielt das Land keine Rolle. Ja, Chico, das Thema. Es geht mir ziemlich nah, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe gerade erfahren, dass Chico sterben soll. Und ich möchte hiermit meine Meinung sagen als Tierschützerin, weil ich bekomme wirklich Wut. Wenn ich verfolge das die ganze Zeit hier. Ganz Facebook ist voll, YouTube ist voll, im Fernsehen wird das gezeigt und oftmals musste ich einfach wirklich nein, ich werde es anders ausdrücken, mir sträuben sich die Haare. Ganz klare Sache, was manchmal von sich gegeben wird. Mal wieder ist der Hund der Böse. Warum denken die Behörden so? Warum? Warum kriegt immer der Hund die Schuld, wenn er gebissen hat? Wie kommt ihr vielleicht eventuell mal auf die Idee, dass es nicht der Hund ist, der das Problem ist, sondern der Mensch? Kommt ihr vielleicht auf diese Idee? Oder läuft ihr blind durch die Gegend? Damit möchte ich Hannover ansprechen. Die Tierschützer, die vor 2 Jahren schon da waren, Amtsveterinäre oder was auch immer, wer alles hier miturteilt, ist damit gemeint. Ich frage mich, macht ihr euren Job eigentlich richtig? Nein, finde ich nicht. Das ist meine persönliche Meinung. Ihr verurteilt einen Hund, der das die letzten 8 Jahre richtig beschissen hatte. In dem Bericht, was ich euch nachher vorspiele, hat auch eine Ärztin gesprochen, eine Tierärztin. Und ich muss sagen, die Tierärztin hat recht. Endlich jemand, der was Vernünftiges rausbringt. Ein Hund, der keine sozialen Kontakte pflegen darf. Hunde sind eigentlich auch Rudeltiere. Denn, falls ihr es nicht wisst, ihr Behörden, Menschen, die Hunde, egal welche Rasse, stammen vom Wolf ab. Wölfe sind Rudeltiere. Das heißt, Hunde sind auch Rudeltiere, logischerweise. Man kann natürlich einen Hund auch einzeln halten. Klar. Aber dafür muss man dann als Halter auch dafür sorgen, dass dieses Tier tagtäglich, Tag ein, Tag aus, soziale Kontakte pflegen darf, mit anderen Hunden spielen darf. Toben, rennen, alles, was das Herz begehrt vom Hund. Richtige Bewegung bekommt. Je nach Rasse braucht der Hund auch die Bewegung. Es kommt darauf an, welche Rasse, zum Beispiel Huskies, brauchen sehr, sehr viel Bewegung. Ja, und wenn ein Hund 8 Jahre lang, ich rede hier von 8 verdammte Jahre, eingesperrt wird in einer Wohnung, dazu noch zusätzlich in einem Transportbox, Stallkäfig, eingesperrt wird. Mit was für ein Recht hatten die Besitzer, diesen Hund in einem Stallkäfig einzusperren? Seid ihr vielleicht mal auf die Gedanken gekommen, warum der Hund all die 8 Jahre nicht auffällig war? Dass der Hund noch nicht mal ansatzweise jemanden bedroht hat. Kommt ihr vielleicht auf die Idee? Und warum der Hund plötzlich zugebissen hat? Könnt ihr euch vielleicht auch vorstellen, dass der Hund sagte, Schluss jetzt. Ich hab darauf keinen Bock mehr. Ich lasse mir das nicht mehr gefallen. Wisst ihr vielleicht eventuell, ob der Hund
auch geschlagen wurde. Nicht nur, dass er nicht artgerecht gehalten wurde, sondern dass er vielleicht hier und da auch mal eine rübergekriegt hat. Dass der Hund deswegen angegriffen hat. Er spielt keine Rolle, ob Mensch oder Tier. Wenn man einen Menschen genauso behandelt, wenn er ein Mensch jahrelang nur in den vier Wänden leben muss, zwischendurch auch noch eingesperrt wird in einem Stallkäfig, wenn ihr noch nicht mal auf die Toilette dürft und da gerade hinmachen müsst, wo ihr gerade steht und liegt. Ganz, also ich kann den Hund verstehen. Ich wäre genauso ausgerastet, früher oder später. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Früher oder später wäre ich auch ausgerastet, wenn man mich so halten würde. Aber darum macht ihr euch überhaupt keine Gedanken. Ihr redet immer nur davon, der Hund, der hat. Und das sagt ihr Punkt, Ende, aus, Fakt. Und das ist nicht richtig. Ihr müsst schon zwei Seiten sehen. Denn ein Hund wird zum Teufel nochmal nicht aggressiv geboren. Wie wär's mal, wenn ihr euch mit dieser Rasse mal richtig beschäftigt? Schaut euch die Welpen davon an. Sie sind süß, klein, knuffig. Spielen. Würden niemals zubeißen. Nein, warum auch? Weil ein Hund wird nicht aggressiv geboren. Ein Welpe kommt liebevoll, verspielt auf die Welt. Und der Hund würde auch so bleiben, wenn der Mensch daraus was macht. So sieht das nämlich aus. Der Mensch ist derjenige, der das Tier dazu treibt, irgendwann zuzupacken. Dass die beiden Menschen natürlich verstorben sind. Gut, ist nicht schön. Aber ihr wisst nicht, warum der Hund so zugegriffen hat. Vielleicht wurde der Hund 5 Minuten vorher, bevor der Tod eintrat, geprügelt. Wo der Hund gesagt hat, so jetzt reicht's, jetzt Feierabend. Ich hab die Schnauze so gestrichen, voll. Ein Hund besitzt ein Gehirn und ein Hund denkt. Ein Hund besitzt nicht nur ein Gehirn, ein Hund besitzt auch Herz, Lunge, Nieren, Magen. Das heißt auf Deutsch, der Hund lebt. Es ist ein Lebewesen, kein Gegenstand. Das heißt, in meinen Augen, er hat das Recht zu leben. Und es hat keiner, verdammt nochmal, das Recht, zwischen Leben und Tod zu entscheiden. Keiner. Im Tierheim zeigt er sich überhaupt nicht aggressiv. Überhaupt nicht auffällig. Im Gegenteil, die Pflegerin sitzt dort und füttert ihn durch Gitterstäbe. Und der Hund nimmt das dankend an. Chico ist wieder derjenige, der die Arschkarte gezogen hat. Egal, das spielt für euch doch überhaupt keine Rolle, was die Besitzer vorher getan haben. Es ist genau das Gleiche, wenn jemand versucht, mich zu ermorden oder mich zu prügeln und ich mache einen passenden Schlag und er bleibt liegen. Bin ich die Blöde? Das ist Deutschland. Bricht man bei mir ein? In meine Wohnung, in meine Behausung, in meine, ja, wie soll ich sagen, wo eigentlich ein Fremder nichts drin zu suchen hat. Wenn mich auch noch bedroht und ich ihn erschieße, bin ich genauso gelackmeiert. Deutschland. Und so genauso ist es eigentlich mit den Hunden noch schlimmer. Denn ein Mensch wird nicht getötet, wenn er jemanden umbringt. Er kommt für ein paar Jahre in Knast. Ja, was soll's denn? Er hat ja nur jemanden umgebracht. Wird ein paar Jahre weggesperrt. Wenn er rauskommt, darf er weitermachen. Hatten wir schon sehr oft. Kinderschänder. Kinderschänder.
die ein Kind geschändet haben, missbraucht haben, getötet haben, bekommen gerade mal ein paar Jahre. Kam auch schon vor, dass Bewährung nur rauskam. Bei Missbrauch, Vergewaltigung. Armes Deutschland. Hier bei uns in Deutschland läuft gewaltig, ganz gewaltig, was schief. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ihr handelt unüberlegt. Ihr denkt gar nicht drüber nach, warum könnte der Hund zugebissen haben. Euch ist das wurscht. Och, der Mensch, der arme, arme Mensch, der liegt in seine eigene Blutlache. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, ich habe Hundeerfahrung. Ich bin seit Baby an mit Hunden groß geworden. Der Hund von meinem Opa war scharf gemacht. Scharf gemacht. Bin mit dem aufgewachsen. War ein Wachhund. Beschützerhund. Ein Schäferhund. Deutscher Schäferhund. Mit dem ich 14 Jahre lang aufgewachsen bin. Vom Baby an bis zu meinem 14. Lebensjahr. Dann verstarb der Hund. Mit 16 besaß ich meine eigenen Hunde. Für mich ganz allein. Ich mache seit vielen Jahren Tierschutz und beschäftige mich mit Problemhunde. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe zum Beispiel vor vielen Jahren eine belgische Schäferhündin aufgenommen bei mir. Zu dem Zeitpunkt hatte sie gerade mal knapp 30 Kilo drauf und war fast 70 Zentimeter in der Höhe, Schulterhöhe. Dieses Tier wurde misshandelt. Besitzer, Alkoholiker. Dieser Mensch hat seine Freundin misshandelt und auch das Tier. Dadurch wurde der Hund sehr aggressiv. Da das Frauchen nachher gestorben ist und das Herrchen endlich mal da saß, wo er hingehört, und zwar im Gefängnis, habe ich mir den Hund geschnappt. Und ja, das erste Jahr musste der Hund, wenn ich ihn ohne Leine lief, laufen lassen hatte, Maulkorb tragen. Weil der Hund sollte ja trainiert werden. Das heißt auch ohne Leine. Der Hund sollte ja schließlich lernen, auch ohne Leine zu hören. Ein Jahr lang war sie mit Maulkorb, wenn sie von der Leine war. Habe ich sie an die Leine gemacht, habe ich Maulkorb abgemacht. Sie war hochaggressiv. Sie hätte jeden zerfleischt. Jeden. Die wollte jeden zerfleischen, der bei uns vorbeiging. Ob Kind oder Erwachsene, spielte keine Rolle. Sie hätte alles kaputt gebissen. Durch meine Pflege und durch mein Training, und zwar eine liebevolle Trainingszeit, war das nachher ein Verlasshund. Die beste Hündin, die ich jemals kennengelernt habe. Der Hund parierte aufs Wort. Brauchte gar nichts sagen, der Hund verstand mich auch so. Der Hund hat auf Handzeichen gehört, was ich ihr beibrachte. Sie lief nachher immer ohne Maulkorb und ohne Leine frei rum. Hier in Hamburg. Hat niemandem was getan. Kinder konnten mit ihr auf der Hundewiese spielen. Kinder, die ein Stöckchen in der Hand hatten, waren ihre besten Freunde. Wow, spielen, 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 spielen. Vor dem Training hätte sie dieses Kind zerrissen. Ihr seht also, dass man nicht einschläfern muss. Einschläfern ist keine Lösung. Einschläfern ist Mord. Und dieses Tier ist kerngesund. Also ist es kein Grund, dieses Tier einschläfern zu lassen. Wenn man sich lang genug mit einem Tier beschäftigt und auch trainiert, wird dieses Tier wieder normal. Gewisse Hunde brauchen gewisse Zeiten. Manche weniger, manche halt ein bisschen mehr Zeit. Wie gesagt, das erste Jahr
hatte die Sanni einen Maulkorb, wenn sie freilief. Danach nie wieder. Danach lebte sie bei mir 9 Jahre lang. 9,5 Jahre. 9,5 sogar, genau. Bis sie dann an einem natürlichen Tod verstarb. Ihr seht also, man kann aus einer Bestie auch ein Kuscheltier machen. Und es ist nicht gesagt, nur weil Chico ja 2 Menschen ermordet hat, dass er wieder beißen wird. Es kommt darauf jetzt an, was ihr da draus macht. In welchen Händen er kommen würde. Wenn der Hund jetzt in eine Hundeschule besucht, wo er auch soziale Kontakte lernt, wo er das Abrufen zum Beispiel lernt und. Wenn der Hund in erfahrenen Händen kommt, er wird der liebste Hund der Welt sein. Ich habe mir den Hund ganz genau angeguckt. Ich habe hier so eine ganz besondere Gabe. Wenn ich einen Hund in die Augen gucke, erkenne ich, was da drin steckt. Und Chico wird nicht wieder zubeißen, wenn er in anständigen Händen kommt. Das heißt, ihr ermordet ihn aufgrund von Fehlern, was seine Besitzer veranstaltet haben. Nicht den Hund müsst ihr bestrafen, sondern die Besitzer. Und die Besitzer bekamen bereits ihre gerechte Strafe, muss ich ganz ehrlich sagen. Hört sich krass an, ist aber so. Und ich frage mich, als die Nachbarn die Tierschützer informiert haben, warum wurde nicht gehandelt? Warum nicht? Weshalb? Warum hat da niemand reagiert? Warum hat denn niemand dem Hund geholfen? Hattet ihr Tomaten auf den Augen? Ich sehe hier nur auf Bildern und Videos, dass dieses Tier vernachlässigt wurde. Es wurde vernachlässigt. Und ein Hund ist wie ein Mensch. Ein Hund, wenn er jahrelang so gehalten wird, dreht irgendwann durch. Irgendwann, früher oder später. So sieht es auch mit Menschen aus, wenn man ihn genauso behandelt. So sieht das nämlich aus. Chico ist ein Listenhund. Ist ja wieder toll für die Presse. Oh, ein Kampfhund. Ein Kampfhund hat ja mal wieder zugebissen und da sind Menschen gestorben. Wow, ein Tam-Tam-Tam wird daraus gemacht. Ja, der böse, böse Kampfhund. Erstens, es gibt keine Kampfhunde. Das Wort Kampfhund entstand, als irgendwelche Leute diese Hunde rattenscharf machten und sie in Hundekämpfe schickten. Deswegen Kampfhund. Es sind aber keine Kampfhunde und eigentlich auch dafür nicht ausgelegt. Ein Hund sollte nicht gezüchtet werden oder vermehrt werden, damit man ihn zum Kämpfen schickt. Ein Hund möchte eigentlich niemanden beißen und schon gar nicht töten. Und Chico hatte nur eine Möglichkeit, um da rauszukommen. Um da rauszukommen, auf diese Bude, auf diese vollgeschissene Bude. Ich habe den Balkon gesehen. Da lag Hundekacke. Das heißt, der Hund musste sich bedauerlicherweise auf dem Balkon erleichtern. Mit was für ein Recht? Wozu schafft man sich denn einen Hund an? Damit man ihn wie einen Gefangenen hält? Ich muss ganz ehrlich sagen, die Besitzer, das sind Ferkel. Dass sie ihren Hund auf dem Balkon kacken lassen. Und ja, die Besitzer hatten selbst Schuld. Das ist meine Meinung. Und was die Tierärztin in diesem Bericht
sagt. Muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich super. Die hat recht. Ein Hund, der so gehalten wird und nie soziale Kontakte pflegen darf, wird irgendwann durchdrehen. Das ist ganz klar. Der wird sich dann nicht mit Hunden verstehen und. Ja, deswegen ist es eigentlich wichtig, dass man vom Welpen an soziale Kontakte beibringt. Zum Beispiel Welpenschule, wo er mit Welpen spielen kann. Wenn er älter ist, in die nächste Gruppe, wo erwachsene Hunde sind. Dadurch lernt der Hund Sozialverhalten. Wenn der Hund natürlich in falschen Händen ist, kann daraus nichts werden. Und ich finde es sehr bedauernswert, dass der Hund immer die Arschkarte zieht. Ich finde es nicht fair. Und ich muss ganz ehrlich sagen, egal, wer hiermit alles urteilt und dafür sorgt, dass der Hund eingeschläfert wird, ob Staatsanwälte, Amtsveterinäre, Tierschützer aus Hannover, aus dem Tierheim, die vor 2 Jahren dort waren, weil eine Meldung reinkam. Ich muss ganz ehrlich sagen, ihr habt eure Arbeit nicht richtig gemacht. Es ist ja bewiesen mittlerweile, dass vor 2 Jahren das schon mal gemeldet wurde und dass da ein Hausbesuch stattfand. Und jetzt, wo nicht gehandelt wurde, wird rumgejault, weil da was passiert ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, selbst schuld. Aus diesem Grund alleine schon, weil ihr die Fehler gemacht habt, solltet ihr Chico als Entschädigung alleine schon eine zweite Chance geben. Er braucht eine Hundeschule, wo er auch Sozialverhalten kennenlernen darf. Wo er wieder richtig in die richtigen Bahnen geführt wird. Und dann selbstverständlich in erfahrenen Händen vermittelt wird. Wo er artgerecht, wohlbemerkt artgerecht, ja, gehalten wird. Wo der Hund Spaß am Leben haben darf. Das wäre eine Lösung, oder? Seid ihr noch nicht auf diese Gedanken gekommen? Nein. Es ist ja so einfach. Todesspritze, zack, bumm, das Problem gelöst. Ihr macht euch das verdammt einfach. Verdammt einfach. Und ich frage mich, was sind das bitteschön für Tierschützer, die da mit verschlossenen Augen rumirren und nicht gehandelt haben? Noch nicht mal eventuell die Amtstierärzte informiert haben. Und vor all dem ist das nicht so, dass man in diesem Gebiet eigentlich einen Hundeführerschein haben sollte? Ist das nicht so? Hatten denn die Halter einen Hundeführerschein? Und zwar beide. Und wie kann das bitte schon sein, dass ein Kleinwüchsiger mit dem Hund spazieren gehen darf? Mit diesem Buller Hermann? Wo selbst Nachbarn gesagt haben, dass er den Hund ja auch hätte gar nicht halten können, wenn was gewesen wäre. Ein Kleinwüchsiger, der vielleicht gerade mal vielleicht 1,50 groß ist oder so. Vielleicht noch kleiner, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie groß Kleinwüchsige sind. Ja, mit so einem kräftigen Burschen, ist das euer Ernst? Mal ganz ehrlich? Das ist verantwortungslos. In meinen Augen ist es verantwortungslos. Und eine Frau, die im Rollstuhl sitzt, warum durfte sie so einen Hund haben? Warum? Sie wollte dieses Tier als Waffe einsetzen, gegen ihren Ex-Ehemann. So die Aussage. Der Ex-Ehemann ist dran schuld, dass die Frau im Rollstuhl saß. Gut, sie hatte Angst vor ihren Ex-Mann. Kann ich verstehen. Aber hat noch lange keinen Grund, sich dann einen Hund anzuschaffen und zu sagen, der Hund soll mich beschützen. Ein Hund als Waffe einzusetzen, ist ein absolutes No-Go. Ich wurde auch mal mitten auf der Straße angegriffen von einem Afroamerikaner,
nachts, wo ich mit meinen Hunden unterwegs war. Nur der Typ hat meine Hunde nicht gesehen. Meine Hündin, Angsthündin, okay, gut. Die hat Angst bekommen, die ist nach Hause gerannt, alleine. Mein Rüde, der wollte mich verteidigen. Und das ist ganz normal. Ein ganz normales Verhalten eines Hundes. Der Mensch hat mich von hinten angepackt. Ich weiß nicht, was er mit mir vorhatte. Ich kann froh sein, dass mein Tyson sein Kackern unterbrochen hat im Gebüsch, rausgepiest kam mit gefletschten Zähnen und mich beschützen wollte. Der Mensch, der mich also anpackte, wollte weglaufen und mein Hund natürlich hinterher. Da ich meinen Hund niemals als Waffe einsetzen möchte, niemals, habe ich ihn zurückgepfiffen. Und er kam sofort. Der Mensch wurde nicht gebissen, also keine Sorge. Das ist aber ein ganz normales Verhalten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin meinem Tyson sehr dankbar. Denn wenn er nicht gewesen wäre, wer weiß, was dieser Afroamerikaner mit mir veranstaltet hätte, mit mir als Frau. Mein Tyson, der hat das Schlimmste verhindert. Kam aber nicht zum Beißvorfall, weil ich ihn zurückgepfiffen habe. Mein Tyson hat eine Vollbremsung gemacht und abkascht wieder ab zu mir. Das ist ganz normal, dass ein Hund natürlich auch sein Herrchen, Frauchen beschützen würde. Und ich meine, warum die Polizei zum Beispiel setzen ja auch ihre Hunde ein und dürfen auch zur Not beißen. Polizeihunde dürfen es? Ein Polizeihund darf auf Straftäter gehetzt werden, ja? Wer sagt mir denn nicht, dass ein Polizeihund, der aggressiv gemacht wurde, ausgebildet wurde, der auf Kommando zubeißen würde, wer sagt mir denn, dass er mich nicht töten würde? Ob er mich nur im Arm packt oder nicht gleich ins Genick oder in meinen Hals, wer sagt das? Wer dann, wenn mich ein Polizeihund anfällt, weil ich vielleicht eine Straftat begangen habe und weglaufe. Ja, und der Polizist hetzt seinen Hund auf mich. Was passiert mit diesem Hund, wenn ich daran versterbe? Lasst mich raten. Nichts. Mit dem Hund würde nichts passieren. Weil, ist ja ein Beamter. Ein Beamter darf alles. Aber ein Listenhund, wenn der zubeißt, oh Gott, oh je, der arme, arme Hund. Ihr solltet mal so langsam kapieren, dass nicht der Hund die Bestie ist oder der Täter, sondern der Mensch. Der Hund wird immer nur so, wie der Mensch den Hund auch macht. Und nicht anders. Es ist wie mit den Kindern. Wenn man die Kinder scheiße erzieht, dann werden die Kinder auch scheiße. Machen die Kinder nur Bockmist, werden beleidigend, bauen nur Scheiße. Wenn die Eltern dem Kind keine Grenzen zeigen. Und wenn das Kind keine festen Regeln hat. Und so genau so ist es auch mit Tieren, mit Hunden. Wenn man einem Hund keine Grenzen zeigt, wenn man dem Hund keine anständige Erziehung bietet, wenn man dem Hund nicht artgerecht wird, ist es kein Wunder, dass der Hund früher oder später zubeißt. So, und jetzt möchte ich euch den Bericht gerne mal vorspielen. Das hat die Bild veröffentlicht, ein Bericht von der Bild, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich schockierend, und da hört ihr auch, was die Ärztin zu diesem Fall sagt, und ich muss ganz ehrlich sagen, danke, 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 Frau Ärztin, ich weiß jetzt nicht ihren Namen,
Vielen Dank. Sie haben genau den Nagel auf den Kopf getroffen. Vielleicht sollten Sie als Ärztin mal mit den Behörden reden und denen das auch mal so vortragen. Vielleicht verstehen Sie ja irgendwie. Vielleicht wird den Behörden, vielleicht geht den Behörden ja mal so ein Licht auf. Ja? Und gibt nicht immer nur dem Hund die Schuld. Ich finde das echt unfair dem Tier gegenüber. Er wurde 8 Jahre lang so gehalten. Und nur weil er sich endlich mal zur Wehr setzte und ausbrechen wollte, soll er sein Leben verlieren? Wollt ihr ihn wirklich im Jenseits schicken? Der Hund hatte nur eine Möglichkeit, da rauszukommen. Nur eine. Aufgrund, weil Behörden, Tierschützer oder was auch immer vor 2 Jahren nicht gehandelt haben. Und jetzt ist das Geschrei groß. Und jetzt schreit jeder, oh, der Hund, der hat. Ja, aber keiner redet davon, was die Halter getan haben. Nicht wirklich. So, und jetzt werde ich euch den Bericht zeigen. Über Jahre lebte er in einer 4-Zimmer-Wohnung, lebte im Wohnzimmer, wurde dort immer mal wieder eingesperrt in einen Zwinger, in einen Stahlzwinger, wenn Besuch kam. Er musste auch schon mal zum Gassigehen auf den Balkon, so berichten zumindest Nachbarn. So lebte Chico 8 Jahre lang und das friedlich. Am Dienstag die schreckliche Tat, er tötet seine 2 Herrchen, eine Frau 52 Jahre alt und ihren Sohn 27. Und jetzt sitzt er hier im Tierheim in Hannover, wartet auf sein Schicksal. Willkommen zu Bild Live, direkt hier aus dem Tierheim in Hannover, wo jetzt in diesen Minuten an diesem Tag über das Schicksal dieses Stafford Terrier Chico entschieden wird. Wir sprechen über die blutige Tat, wir blicken aber auch über auf das, was diese Tat des Hundes, diese Attacke ausgelöst haben könnte. Und wir sprechen natürlich auch über das Schicksal, das Chico erwartet. Darf er weiterleben oder wird er eingeschläfert? Wir sprechen mit dem Staatsanwalt in wenigen Minuten über das Obduktionsergebnis, das vor einiger Zeit heute veröffentlicht worden ist. Und wir sprechen über das, was an Hundeübergriffen sonst in Deutschland passiert. Schauen wir nochmal auf Chico. Er sitzt hier hinter uns bei der Einlieferung. Da sprach das Tierheim davon, dass er eher friedlich wirkte, ängstlich, apathisch und überhaupt nicht aggressiv. Hier in diesen 12 Quadratmetern lebt er jetzt in dieser Einzelbox und wartet auf das, was mit ihm passiert. Wir sprechen gleich mit dem Chef des Tierheimes, schauen aber erst einmal auf den Dienstag, auf die Attacke, auf die Tat hier in Hannover. Chico greift nach 8 Jahren friedlichem Verhaltens und ohne Auffälligkeiten seine Halterin an, eine 52-jährige Frau im Rollstuhl, sowie ihren kleinwüchsigen, schwerkranken 27-jährigen Sohn. Blutüberströmte Leichen werden von einer Bekannten am späten Abend gefunden. Der Hund wird von der Feuerwehr mit einer Schlinge gefangen und hier ins Tierheim gebracht. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch nicht aufgeklärt. Man hatte sich jetzt mehr Informationen von der Obduktion erwartet. Deswegen sprechen wir über diesen Obduktionsbericht, der vor einiger Zeit heute veröffentlicht worden ist im Netz. Staatsanwalt Thomas Klinge ist mir jetzt zugeschaltet live. Herr Klinge, ja, in diesem Obduktionsbericht, da heißt es, ja, offensichtlich, augenscheinlich sind die 2 zu Tode gekommen durch Bisse des Tieres. Das hat man ja vorher auch schon gewusst. Haben Sie vielleicht weitere Hintergründe zu dieser Tat herausfinden können durch die Obduktion? Wir hatten vorher erste Hinweise darauf und das hatten wir auch so aufgenommen, dass Ärzte schon gesagt hatten, dass es so ausschaue, als ob der Tod der beiden
durch Hundebisse verursacht worden sein könnte. Aber nun haben wir dieses den Experten überlassen, den Rechtsmedizinern der Medizinischen Hochschule in Hannover. Dort wurden die beiden Verstorbenen heute obduziert. Und dabei hat sich tatsächlich bestätigt, dass die beiden, also die 52-Jährige und ihr 27 Jahre alter Sohn, ganz offenbar durch Bissverletzungen verstorben sind, durch den hohen Blutverlust, der hierdurch entstanden ist. Und nunmehr sind wir uns insoweit sicher. Das heißt ja noch nicht, dass man etwas weiß über den Auslöser der Tat. Müsste da nicht noch weiter geforscht werden, also beispielsweise ein toxikologisches Gutachten anfertigen? Standen die beiden Halter vielleicht unter Drogeneinfluss? Waren sie betrunken? Irgendwas muss ja einen Schlüsselreiz dem Hund gegeben haben, diese zwei Menschen anzugreifen nach 8 Jahren des Zusammenlebens. Ja. Es ist so, dass die Staatsanwaltschaft Hannover, wie jede Staatsanwaltschaft in Deutschland, nur dann überhaupt Ermittlungen führen darf, wenn eine Straftat im Raume steht. Wenn also die Möglichkeit oder Anhaltspunkte dafür gegeben sind, dass ein Mensch ein Verbrechen oder ein Vergehen verübt haben könnte, also dass ein Mensch verantwortlich gewesen ist für diesen Tod. Wir ermitteln nicht, das ganz deutlich gesagt, gegen diesen Terrier-Mischling. Wir ermitteln auch nicht gegen die beiden Verstorbenen, ob die irgendeinen Fehler begangen haben, sondern alleine in die Richtung, ob irgendein Dritter hier verantwortlich sein könnte. Dafür liegen uns derzeit keine Anhaltspunkte vor. Es ist richtig, wir haben ein toxikologisches Gutachten in Auftrag gegeben noch zusätzlich. Dieses wird allerdings noch eine ganze Weile brauchen. Das ist aber eine Routineuntersuchung, die dort durchgeführt wird, um zu sehen, ob möglicherweise Giftstoffe oder Ähnliches auch noch eine Rolle gespielt haben könnten, wofür uns derzeit aber keinerlei Anhaltspunkte vorliegen. Aber vielleicht bringt dieses toxikologische Gutachten etwas mehr Licht in die sozusagen Tatsituation. Staatsanwalt Thomas Klinge, erstmal vielen Dank hier von der Hannover Staatsanwaltschaft. Danke Ihnen für das Gespräch an diesem heutigen Tag. Ja, denn es stellt sich natürlich die Frage, warum Chico seine zwei Halter angegriffen hat nach 8 Jahren. Und vielleicht werden diese Fragen durch dieses Gutachten noch beantwortet. Sprechen wir mit einer Tierärztin, beziehungsweise wir haben vor kurzem mit ihr gesprochen, mit Janette Klemmt, und haben sie gefragt, warum eigentlich und wie ein Hund es schafft, zwei Menschen innerhalb kürzester Zeit zu töten. Wir wissen, dass Hunde mit langer Schnauze, wie zum Beispiel der deutsche Schäferhund, eher reißt, was eben genauso hässlich und gefährlich werden kann. Hingegen dockenartige Hunde, wozu der Staffordshire Terrier gehört, verfügen über eine etwas kürzere, breitere Schnauze und haben aber natürlich diesen extrem ausgebildeten Masseter, also den Kaumuskel. Das heißt, wenn die richtig ansetzen, können sie eben halt einfach durch Druck, der lange genug andauert, den Tod herbeiführen. Und weiter haben wir Tierärztin Klemmt gefragt, warum Hunde eigentlich so beißen, warum es diese Attacken eigentlich überhaupt gibt auf den Menschen. Das Problem mit unseren Hunderassen oder mit Hunden ist, mit Tieren überhaupt, dass sie nicht über unsere Fingerfertigkeit verfügen. Das heißt, ihnen fehlt ein wesentliches Instrument der Verteidigung. Und da bleibt eben halt nur das Kauwerkzeug. Und da sie auch nicht über unsere Sprache verfügen, können sie uns nicht erklären, warum sie sich gerade wie fühlen. Und wir sind zu häufig nicht in der Lage, die Zeichen richtig zu deuten, um diese extremen Reaktionen der Tiere im Vorfeld vielleicht zu vermeiden.
Ich war nicht dabei. Nochmal, ich kann nur spekulieren, aber ich bin mir sehr sicher, dass dem Geschehenen extrem viele Warnzeichen vorangegangen sind. Sie müssen sich überlegen, der Hund ist von klein auf bei der Familie gewesen, ist aber vergleichbar 8 Jahre lang in Einzelhaft gehalten worden und hat nur nachts eine Runde Hofgang bekommen, wenn ich das jetzt mal mit einem menschlichen Gefängnisinsassen vergleiche. Das ist für ein hochkomplexes soziales Wesen wie den Hund Folter. Es ist schlichtweg Folter. Tierärztin Jeanette Klemmt, sie berichtet uns hier sozusagen über das, was zu dieser Tat geführt haben könnte. Der Hund war in den letzten Jahren unauffällig. Er war gemeldet. Auch Besuche des Tierschutzvereines gab es in der Familie. Und da gab es keine Auffälligkeiten laut dieses Tierschutzvereines. Wir sprechen gleich mit dem Geschäftsführer, wollen uns aber vorher nochmal einen Überblick über die Ermittlungsergebnisse in diesem Fall verschaffen. Staffordshire Mischling Chico soll seine 27 und 52 Jahre alten Besitzer in ihrer Wohnung getötet haben. Die 52-jährige Frau saß im Rollstuhl, ihr Sohn war schwer krank. Wie am Donnerstag bekannt wurde, hatte der örtliche Tierschutzverein 2014 und 2016 von Nachbarn Hinweise auf eine Vernachlässigung des Hundes erhalten und die Familie daraufhin zweimal besucht. Ein Rentnerpaar hatte gemeldet, dass der wie ein Boxer aussehende Hund offenbar in einem Zimmer eingesperrt sei, ständig belle und auf dem Balkon sein Geschäft mache. Allerdings zeigte der Hund bei den Besuchen keine Anzeichen von Vernachlässigung, so der Geschäftsführer des Tierschutzvereins Hannover. Beim Besuch der Tierschutzinspektorin habe er zwar gebellt und sei weggesperrt worden, aber das sei nicht ungewöhnlich. Die Stadt Hannover muss nun darüber entscheiden, ob Chico eingeschläfert wird. Und Heiko Schwarzfeld ist jetzt bei mir, Chef des Tierheims hier und Geschäftsführer des Tierschutzvereines, auch der auch diesen Hund schon mal besucht hat. Eine Mitarbeiterin von ihm war 2014 und 16 bei der Familie. Wie hat dieser Hund gelebt? Ja, wie hat der Hund gelebt? Also wir bekamen Meldungen jeweils, dass es dem Hund angeblich nicht gut gehen sollte. Er soll nicht Gassi geführt werden und soll sich in der Wohnung lösen und so weiter. Das war Gegenstand der Meldung. Was wir vorgefunden haben, war, dass der Hund schon ausgeführt wurde, auch mit Maulkorb. Also der Halter hat schon Vorsichtsmaßnahmen walten lassen und auch mit Schleppleine. Das wurde auch von Nachbarn bestätigt, die ihn draußen gesehen haben und auch Angst vor dem Hund hatten. In der Wohnung war, die Wohnung war in Ordnung. Es stand dort nicht. Also das, was gemeldet worden war, traf nicht zu. Jedenfalls nicht in diesem Moment, als wir es gesehen haben und wir haben es unangemeldet gesehen. Also könnte man zusammenfassen, nicht die besten Voraussetzungen für den Hund, aber aus Ihrer Sicht, der sich mit sowas immer beschäftigt, nicht das Schlimmste, was Sie sozusagen bisher gesehen haben. Das trifft es sehr gut. Was hat denn dann zu dieser Tat geführt? Kann man da nur drüber spekulieren oder gibt es Anhaltspunkte, die Sie da als Profi sehen? Oh, also ich kann da auch nur spekulieren. Der Hund war 8 Jahre in der Familie, 8 Jahre ist nichts passiert. Warum passiert das in diesem Moment? Und was ist der Reiz, der dem vorausgegangen ist? Das ist doch die Frage. Da kann ich nur spekulieren und ehrlich gesagt, wir wissen es nicht. Vielleicht gab es einen Streit zwischen den Zweien, die dort wohnten, Handgreiflichkeiten, möglicherweise alles Spekulation, wir wissen es nicht. Jetzt fragen sich natürlich alle und Sie bekommen sicher Dutzende, Hunderte E-Mails, Facebook-Einträge. Was passiert jetzt mit dem Hund? Ja. Die meisten Leute, die schreiben, möchten natürlich den Hund gerne retten. Einige sagen, Facebook, er muss getötet werden. Aber die Meinungen, die dem Hund das Leben retten möchten, überwiegen ganz deutlich, verständlicherweise. Aber offen gestanden sehe ich nach dem jetzigen Befund leider keine Chance für den Hund. Und wer trifft denn dann letztendlich die Entscheidung? Sind Sie das? Ist das das Veterinäramt? Nein, wir sind nicht die einweisende Stelle in diesem Falle. Das ist dann die Justiz bzw. das Veterinäramt. Herr Schwarzfeld, erstmal vielen Dank für die Informationen hier vor Ort zu dem
ja, was jetzt passieren wird mit Chico. Danke Ihnen erst einmal. Danke. Und wir werden uns jetzt nochmal mit der Problematik der Hundeangriffe in Deutschland beschäftigen, schauen aber hier erst einmal nochmal in den Zwinger, schauen zu Chico und da sehen wir, wie ruhig er da liegt. Man kann auch hier rankommen an den Zwinger und er ist eher neugierig und schaut uns jetzt gar nicht mehr an, beachtet uns praktisch gar nicht mehr. Wir sind jetzt hier seit 10 Minuten und schon sozusagen uninteressant und auch anders als andere Tiere hier im Tierheim, anders als andere Hunde, die hier praktisch den ganzen Zwingerzaun hochspringen, 2 Meter hochspringen und die ganze Zeit kläffen. So ist er so ruhig hier und erwartet sein Schicksal. Offenbar wird er, wie Herr Schwarzwald gesagt hat, eingeschläfert. Ja, in Deutschland ereignen sich jährlich 30.000 bis 50.000 Bissverletzungen. Wir schauen auf eine Grafik. Etwa 60-80% davon werden von Hunden verursacht. 20-30% von Katzen Bissverletzungen durch. So, ich finde das jetzt sehr uninteressant, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn ich das schon höre, Amtsveterinäre. Ja, schon erwähnt, dass ich schon seit vielen Jahren mittlerweile Tierschutz mache und mir auch mitunter Amtsveterinäre echt ein Dorn im Auge ist. Denn in meinem Tierschutz habe ich erfahren müssen, dass Amtsveterinäre oftmals überhaupt nicht reagieren. Ja, man kann denen ruhig mitteilen, das Tier wurde misshandelt oder es wird misshandelt, es wird nicht artgerecht gehalten, bla 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 bla. So, dann ruft man da 1, 2, 3 Tage später nochmal an und informiert sich und dann sagen die Amtsveterinäre, wir geben ihnen keine Auskunft wegen Datenschutz. Ja, so, das heißt, der Tierschützer ist gelackmeiert. Ja, und kann in dem Falle dann nicht wirklich weiterarbeiten, weil nicht klar ist, was da jetzt überhaupt Sache ist. Ja, so, aber die Amtsveterinäre machen auch dann weiterhin nichts. Ja, ich habe da mal einen Fall gehabt, Fall Jimmy, auch Smokey genannt. Ja, das war ursprünglich früher einer meiner Schützlinge, den ich in eine Endstelle gebracht hatte. Vorkontrolle hatten wir zu dritt gemacht, war alles positiv. Wir waren alle drei eigentlich begeistert und was ja kam denn raus? Der Herr zeigte sich dann als Bestie, ja? So, und das Tier ist dann ein paar Monate später, nachdem ich die Amtstierärzte informierte, wie soll ich das sagen? Ich habe die Amtsveterinäre informiert, weil der Tierbesitzer mir mitteilte, der Hund hätte mich gebissen. Wenn er mich nochmal beißt, haue ich ihn tot. So, der Hund Jimmy hatte nie vorher in seinem Leben gebissen. Nie. Ja, und der Hund war schon 13 Jahre alt. Ja, so, und auch wurde da auch wieder nichts gemacht. Ein paar Monate später ist dieses Tier schwer misshandelt mit Fesselspuren, Unterernährung, Löcher im Fell, im Tierheim gelandet. Urteil eingestellt gegen beide Täter. Tja, Amtsveterinäre nichts gemacht, die Richter lassen die dann frei laufen, kein Hundehalteverbot, keine Strafe, nichts. Tja, das ist Deutschland. Ja, ich wünsche mir manche Tierquäler in Amerika. Da war mal ein Richter so cool, ja, ich habe den so gefeiert. Wurde auch ein Hund getötet, misshandelt vorher. Der hat lebenslänglich Knast bekommen. Lebenslänglich. Das würdet ihr niemals hier in Deutschland erleben. Niemals. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt schon wieder höre, ja, die Amtsveterinäre entscheiden über sein Leben oder über seinen Tod, wird mir schlecht. Es wird mir kotzübel. Erst machen die nichts, handeln nicht, helfen dem Hund nicht. Und dann, wo der Hund sagt, Feierabend, Schluss, ich habe keinen Bock mehr da drauf, wie man mit mir hier umgeht, und sich dann zur Wehr setzt, dann spielt ihr Gott. Kann es nicht sein, oder? Was seid ihr eigentlich für Menschen?
Das ist meine persönliche Meinung. Gute Menschen seid ihr mit Sicherheit nicht. Und ich bin mir ganz sicher, dass eure gerechte Strafe irgendwann auf euch wartet. Denn Sünden werden auch ganz gerne mal bestraft. Kommt irgendwann auf euch zurück. Das, was ihr macht. Ihr entscheidet einfach zwischen Leben und Tod, wie es euch gerade mal so passt. Ja? Und das soll ich gutheißen? Mit Sicherheit nicht. Und ich verstehe nicht, warum das Tierheim in Hannover das zulässt. Es sind Tierschützer. Die könnten so einiges wahrscheinlich veranlassen. Zum Beispiel, dass sie mit den Amtstierärzten reden, mit dem Hund einen Wesenstest zum Beispiel zu machen. Dass man den Hund trainiert, dass der Hund eine zweite Chance bekommt. Aber nein, euch das so leicht. Ihr macht euch das so leicht. Todespritze, bum, bam, zu Ende, Feierabend. Ja, Problem gelöst. Ups, mein Hund gerade gehört. Ist gut, Tyson. Ist gut, mein Junge. So, sorry für die Störung. Ja, das ist hier meine öffentliche Meinung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ihr euch alle schämen solltet. Diejenigen, die für seinen Tod dann zuständig sind. Ihr bestraft ein Lebewesen, was für sein Verhalten nichts kann. Er wurde so gemacht. Und wenn man einen Hund jahrelang nicht artgerecht hält, einsperrt, man hörte das ja vorhin, ja? Als die Tierschützer kamen, ja, er wurde weggesperrt, hat gebellt. Warum wurde er denn weggesperrt? Warum? Das heißt in meinen Augen, dass die Tierschützer sich den Hund gar nicht angeguckt haben. Wie soll das gehen, wenn er doch weggesperrt wurde? Haben sie sich dann nur die Wohnung angeguckt oder was? Und dass die Wohnung gerade mal sauber und schick war, das kann Zufall gewesen sein. Vielleicht haben die gerade an dem Tag die Kacke da weggeräumt, Urin, schon aufgeräumt. Kann doch möglich sein. Hat nichts zu heißen. Jetzt frage ich mich, habt ihr den Hund wirklich damals gesehen? Denn die Leitung vom Tierheim sagt ja selber, der Hund wurde weggesperrt, als die kam. Hat gebellt. Das heißt, in meinen Augen, der Hund wurde gar nicht begutachtet. Also wie könnt ihr dann bitteschön behaupten, dass dieses Tier nie vernachlässigt wurde? Für mich unverständlich. Tut mir leid, sorry. Also manchmal, also ich weiß schon, warum ich das mal oftmals meide, mir Nachrichten anzuschauen. Was Behörden manchmal für eine Scheiße von sich geben. Ja, wenn ich die Reden höre über die sogenannten Kampfhunde, wird mir schlecht. Mir wird wirklich original schlecht. Da frag ich mich, habt ihr überhaupt Hundekenntnis? Habt ihr die? Ihr gebt immer nur dem Hund die Schuld. Und aber die Menschen, ja, der arme, arme Mensch, der wurde gebissen. Oh je. Was aber vorher passiert ist, was das Herrchen, Frauchen vorher getan hat mit dem Hund. Ja, ihr wollt auf Deutsch, dass der Hund sich alles gefallen lässt. Der Hund muss sich laut Behörde, so sehe ich das, alles gefallen lassen. Zusammentreten, prügeln, vielleicht hungern lassen eine Runde, vielleicht auch eine Runde fesseln. Und wehe, du beißt dein Frauchen tot, dann wärst du eingeschläfert.
erbärmlich. In meinen Augen erbärmlich. Eine gequälte Scheiße kommt von euch rüber. Und wenn ich mal, ich habe mir mal gerade mal ein Bild von Chico besorgt, ja? Und wenn ich mir mal den Hund mal so ein bisschen genauer anschaue, Moment, Bild kommt gleich, versprochen. Wo ist denn der Ordner? Chico, da ist er doch. So, ich möchte euch jetzt mal Chico zeigen. Das ist Chico. Und wenn man sich zum Beispiel mal die Hinterpfoten anschaut, ja, finde ich die Krallen etwas zu lang. Das ist ein Zeichen, dass der Hund wirklich wenig Bewegung bekam. Wenn man sich das zweite Bild anguckt, sieht so ein aggressiver Hund aus, der sich am Gitter von einer Pflegerin füttern lässt? Ja? Sieht so ein aggressiver Hund aus? Nein. Sieht er nicht. Er ist nicht aggressiv. Er hat nur nach einer Lösung gesucht, wie er aus dieser Scheiße rauskommt. Und das war seine einzige Lösung, um endlich mal einen Stopp zu machen. Der Hund ist circa 8 Jahre alt. Irgendwann möchte jedes Tier, jeder Mensch auch ein schönes Leben haben. Und nicht sowas, wie seine Besitzer ihm das geboten haben. Und ich werde mal meinen Anwalt kontaktieren, ob ich euch nicht wegen dem Verstoßes vom Tierschutzgesetz anzeige, wenn ihr den Hund einschläfern lässt. Denn im Tierschutzgesetz steht schließlich, man darf nicht ohne deftigen Grund einem Hund schaden oder töten. Dass der Hund jetzt 2 totgebissen hat, ist kein Grund. Das hat er gemacht aufgrund seiner Vergangenheit. Einen deftigen Grund würde ich sehen zum Einschläfern, wenn das Tier krank ist und nicht mehr heilbar ist und dieses Tier leidet. Und ich bin mir ganz sicher, dass Chico in erfahrenen Händen und in artgerechten Händen mit Sicherheit nicht wieder beißen wird. Weil sonst, wenn er so aggressiv wäre, wie ihr ihn darstellt, ja, dann hätte er schon Auffälligkeiten im Tierheim gezeigt. Aber er ist ja ganz cool und ganz lässig, ne? Der legt sich da hin, Bild ist dann nebenbei am Film und am Plaudern und am Reden. Das interessiert dem Hund alles gar nicht. Er ist nicht zum Gitter gerannt und hat da die Leute verbellt und oder gedroht. Eine Hundepflegerin kann ihn füttern durch Gitterstäbe, ohne dass der Hund irgendwas Aggressives anzeigt. Dem Hund hat es überhaupt nicht interessiert, wer vor seinem Käfig, Zwinger, steht. Der hat sich da hingelegt und war erstmal Ruhe am Chillen. Und der arme Kerl weiß noch nicht mal, was ihm blüht. Er weiß nicht, warum er da jetzt ist. Und wenn ihr aus dem Tierheim gut mit ihm umgeht, dann bin ich mir ganz sicher, dass er froh ist, dass er im Tierheim ist. Wenn er da artgerechte Haltung kennenlernen darf, wenn er da ausgeführt wird, täglich, er wird das toll finden. Er ist auf jeden Fall froh, dass er da raus ist, wo er 8 Jahre gelebt hat. Das ist Fakt. Und es war wirklich nur seine einzige Lösung, um da rauszukommen. Denn die Amtsveterinäre und die Tierschützer haben ja nichts getan. Es wurde ja mal wieder nicht gehandelt. Und jetzt ist das Gejammer groß.
Wie wär's also mal, wenn die Amtsveterinäre endlich, verdammt nochmal, handeln, wenn man euch ruft? Mittlerweile ist es doch schon so, dass viele Tierschützer sich dafür entschieden haben, illegal vorzugehen, um gewisse Tiere zu retten, weil die Behörden einfach ihre Ärsche nicht bewegen und einfach nichts machen, fahren vielleicht mal kurz raus, gucken, ja, schreiben ein bisschen mit und dann zack, sind die wieder weg. Und der Hund sitzt immer noch in der Scheiße. So sieht es aus. Ich frag mich, wozu seid ihr überhaupt da? Um Kaffeekränzchen zu veranstalten in eurem Büro? Um Gott zu spielen? Sorry, ich habe dafür kein Verständnis, absolut nicht. Ihr habt in meinen Augen, ob die Tierschützerin, die vor 2-3 Jahren dort war, nicht gehandelt hat, wie auch Amtsveterinäre, ihr habt versagt. In meinen Augen. Und in meinen Augen seid ihr daran schuld, dass da jetzt was passiert ist. Das war ein Hilferuf von diesem Hund. Ein Hilferuf, versteht ihr das? Aber das kapiert ihr ja auch nicht. So, und jetzt werde ich erstmal Feierabend hier machen. Montag werde ich meinen Anwalt kontaktieren, mich mit ihm beraten. Und solltet ihr auf die Idee kommen, ihn einzuschläfern, dann werde ich die Amtsveterinäre, die ihn einschläfern lassen haben, dafür anzeigen. Wegen dem Verstoßes vom Tierschutzgesetz. Und ich werde diesen Paragraphen mir extra aus dem Internet raussuchen und ausdrucken und das der Staatsanwaltschaft mitschicken und rot umkennzeichnen. Es ist eine Gesetzeslage. Und das ist kein deftigen Grund, diesen Hund jetzt zu töten, nur weil er aufgrund seiner Vergangenheit 2 Menschen umgebracht hat. Denn ihr habt genauso versagt wie seine Halter. Nicht anders. Der Hund soll jetzt dafür büßen, was ihr veranstaltet habt, was die Besitzer veranstaltet haben, dass ihr nicht gehandelt habt. Sorry, ich frage mich allerdings, warum macht ihr überhaupt diese Arbeit, wenn ihr das nicht gebacken bekommt? Und die Tierschützerin, die vor 2-3 Jahren da war, die hätte ich doch gerne mal hier im Bericht gesehen. Warum hat sie denn nicht gesprochen? Warum hat der Leiter denn gesprochen? Ich hätte gerne mal die Frau, die da war, in der Kamera gerne gesehen. Aber nein, die wird ja versteckt. Da muss ja der Tierheimleiter vor der Kamera reden. Sorry. Hannover, das Tierheim Hannover, die Tierschützer da vor Ort, die dort waren vor 2-3 Jahren, wie auch die Behörden, die haben versagt. Und es ist eure Schuld, dass da jetzt was passiert ist. Und also gefälligst, jault nicht rum. Die Besitzer haben selbst Schuld. Das ist meine Meinung. So. Und ich wünsche allen richtigen Tierschützer, Tierfreunde und Chicos Fans einen wunderschönen Abend. Bis dann.